Ich habe mal so was Tolles gelesen, ein Introvertierter findet keinen Freund, sondern ein Extrovertierter kommt und adoptiert ihn. Das stimmt halt wirklich. Zoe und Julius, ihr seid beide introvertiert. Du hast vor allem positive Erfahrungen damit gemacht. Und dir, Julius, geht es ein bisschen anders. Spoiler, Julius und ich haben etwas gemacht, wo wir beide über unseren Schatten springen mussten, nämlich fremden Leuten auf der Straße Komplimente machen. Bisschen flau im Magen ist mir jetzt schon. Ich will nicht. Und? Wie war's? Um euch beide besser kennenzulernen, habe ich euch vorher getroffen. Hi. Hey. Hi. Julius. Yes. Jakob. Du bist extra für uns von wo nochmal gekommen? Vom Bodensee. Wie war das für dich, bei so einem Dreh sozusagen? Eine ganz neue und unbekannte Situation und ein Schritt raus aus der Komfortzone. Du hast ja uns schon vorgeschlagen, dass du heute noch einen Schritt raus aus deiner Komfortzone machst. Ja. Warum möchtest du denn heute aus deiner Komfortzone raus? Wenn man aus sich rauskommt und auf Leute zugehen kann, dann kommt man auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen weiter im Leben. Wir treffen uns ja heute zum Thema introvertiert sein. Woher weißt du, dass du introvertiert bist? Die ganzen Merkmale, dass man eher ruhig ist, sozialer Kontakt ist machbar, aber halt sehr anstrengend und danach braucht man einfach mehr Zeit für sich selbst. Die haben halt auf mich zugetroffen. Viele haben auch im Community-Tab geschrieben, ja, wer wirklich introvertiert ist, der wird sich doch nicht vor eine Kamera stellen. Siehst du das anders? Ich glaube schon, dass es viele Introvertierte gibt, die dem Dreh nicht zugesagt hätten, aber ich bin so nicht. Meine Englischlehrerin damals meint immer, fake it till you make it. Deshalb habe ich so den ganzen Tag bis jetzt damit verbracht, mir einzureden, ja, ich bin überhaupt nicht nervös und das wird super, aber irgendwie, als ich dann hierher gelaufen bin, war ich schon ziemlich nervös. Das verstehe ich. Wie war das denn für euch, bevor ihr diesen Begriff Introversion kennengelernt habt? Also für mich war das vorher irgendwie so komisch, weil man halt selber merkt, okay, das sind so viele Leute hier irgendwie, ich fühle mich unwohl, das ist unangenehm, das zieht mir Energie, ich bin total fertig. Ich habe mich auch gefragt, ja, was stimmt mit mir eigentlich nicht und warum bin ich so? Ist das jetzt irgendwie nur eine Sache, die nur auf mich persönlich zutrifft? Und dann, als ich den Begriff gefunden habe, wusste ich, ganz normal. Ihr habt uns erzählt, dass es viele Klischees über Introversion gibt, die ihr nicht mehr hören könnt. Ich mache relativ oft die Erfahrung, dass mir nicht geglaubt wird, wenn ich sage, dass ich introvertiert bin, weil ich nicht in das zurückgezogene, ängstliche Bild passe, das viele Menschen noch haben. So oft habe ich schon ein Feedback bekommen, dass Menschen am Anfang gedacht haben, ich wäre voll arrogant oder ich wäre total schüchtern oder ich würde sie nicht mögen. Ich werde voll oft gefragt, hey, ist alles okay? Wir schweigen am Tisch manchmal mehr als vielleicht extrovertierte Menschen, aber das heißt nicht, dass wir arrogant sind. Was denkt ihr beide über diese Klischees? Thema schüchtern und dass wir Menschen nicht mögen, halte ich für totales Klischee. Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, dann bin ich auch wirklich auch gerne mit denen unterwegs und denke nicht, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die, weil sonst wären es eigentlich nicht meine Freunde. Ich habe einen Job, in dem es viel um Beziehungen geht, in dem ich viel mit Menschen zu tun habe, in einem Team zusammenarbeite, oft von Menschen spreche und das ist genau das, was ich kann und möchte. Wenn ich dann was zu sagen habe und ich denke, okay, jetzt ist es sinnvoll, wenn ich meinen Beitrag dazu leiste, dann sage ich das auch. Und das heißt aber nicht, dass ich schweigsam bin. Nein, ich bin einfach nur introvertiert. In unserem Community-Tab kann uns die Community Fragen stellen. Die habe ich mal mitgebracht. Weil ich das so will, fragt, habt ihr das Gefühl, unter anderem oft nicht ihr selbst sein zu können, beziehungsweise euch verstellen zu müssen? Manchmal schlüpfe ich halt so ein bisschen in eine extrovertierte Rolle rein, wenn ich mir einen Vortrag halten muss. Wie schwer fällt dir das? Wenn ich es dauerhaft machen muss, dann sehr schwer, weil ich dann einfach wieder meine Social Batteries dann komplett alle. Mhm. Aber wenn es jetzt einmal die Woche ist maximal, dann geht das klar. Das Gefühl habe ich manchmal, wenn ich irgendwo mal auf eine Party gehe und da irgendwie in eine Gruppe komme, die ich nicht kenne, dass ich da erstmal mich versuche, ein bisschen zu verstellen, um nicht irgendwie gleich als der Komische rüberzukommen, der irgendwie gar nichts sagt. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich verstellen muss. Ich bin auch dann extrovertiert, wenn ich extrovertiert sein muss. Zum Beispiel bei dem Dreh, da musste ich mich sehr zusammenreißen. Ihr seht später noch, was er gerade damit meinte. Seid gespannt. Schränkt dich denn diese Charaktereigenschaft irgendwo in deinem Alltag ein? In einer Woche wird es immer interessant, weil ich die Schule wechsle. Heißt so dieses Vorstellen, dass wieder auf Leute zugehen, das muss ich jetzt wieder mehr machen. Mhm. Und das wird mich jetzt vor allem in der Anfangszeit auf jeden Fall wieder Energie kosten. Was machst du denn sonst so, um deine Social Battery wieder aufzuladen? Ich male sehr gerne, deshalb machen wir das auch heute. Was ist sonst noch dein Plan für heute? Wir werden später noch mal eine Freundin treffen. Okay. Mit ihr Gassi gehen, mit ihrem Hund. Hast du denn irgendwelche Aktivitäten oder Hobbys, wodurch du deine Social Battery wieder so ein bisschen aufladen kannst? Ich mache viel Sport, vor allem im Fitnessstudio. Da kannst du reingehen, machst die Musik auf, trainierst eine Stunde, eineinhalb Stunden und kommst draußen. Dann bin ich immer total entspannt und wieder komplett geerdet, sage ich mal so. Wir malen jetzt eine Landschaft. Ich habe noch eine Skizze vorbereitet. Was gibt dir so das kreative Arbeiten? Einfach Ruhe, so ein Gefühl davon. Auch so ein bisschen alleine sein, weil ich in der Regel wirklich alleine male und einfach das machen kann, was ich möchte. Boah, wie cool, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemalt habe. Das ist ja echt super beruhigend.
Ich habe die ganze Zeit voll Angst, über die Linien zu malen. Mach ruhig. Wann hast du dich ungefähr mit deiner Introversion auseinandergesetzt? Ungefähr ab der 7. Klasse. Da habe ich dann auch Schule gewechselt. Hat dir das denn irgendwie geholfen, dass du dich damit auseinandergesetzt hast? Schon, weil ich dann wusste, hey, ich bin gar nicht schüchtern, so wie es viele Leute mal gesagt haben. Schüchternheit beschreibt ja an sich erstmal so die gewisse Furcht vor sozialem Kontakt. Aber nur wenn man introvertiert ist, heißt das nicht, dass man auch Angst vor Menschen hat. Kannst du gerne ein bisschen ummalen? Ach so, bist du oben? Mhm. Hier ist die Linie. Aber geht denn das Social Battery jetzt auch runter? Ja, auf jeden Fall. Weil ich jetzt trotzdem mit Menschen zusammen bin, die ich so davor noch nie gesehen habe. Und da ist automatisch so eine gewisse Anspannung mit dabei. Wie fühlt sich das denn an, wenn die Social Battery leer geht? Ich bin K.O. Das ist eigentlich wie nach so einem Fußballspiel. Ich kann einfach nicht mehr, weil mich das immer auch so sehr anstrengt. Seid ihr eher extrovertiert oder introvertiert? Schreibt es in die Kommentare. Anja Steiner fragt, seid ihr Overthinker? Also ich würde von mir behaupten, dass ich auf jeden Fall zum Overthinking neige oft. Ich überdenke auch tatsächlich relativ viel. Du bist dann nicht so komplett in dem Moment, sondern du denkst dann ja, was sagst du als nächstes? Und dann ist das Gespräch aber schon weiter fortgeführt und dann kannst du es gar nicht mehr sagen zum Beispiel. Mhm. Gerade irgendwie in Situationen mit neuen Personen, dass ich da mir eigentlich die ganze Konversation schon im Kopf durchspiele und am Ende einfach dann trotzdem gar nichts sage, weil ich mir dann immer nur halt die negativen Sachen meistens vorstelle. Würdest du dich denn auch als schüchtern bezeichnen? Mein Problem ist, dass ich zum Beispiel mit Frauen da relativ schüchtern bin und da mich nicht traue, sag ich mal, zu reden. Man denkt sich, ah, okay, denken die dann, dass ich blöd bin. Würdest du sagen, dass sich andere Personen auch als eher schüchtern wahrnehmen? Weiß ich nicht. Aber zum Beispiel deine Freunde? Die kennen mich ja, die sagen auch, okay, ein bisschen zurückhaltender. Wir haben uns auch noch mit einem Psychologen getroffen, der uns den Unterschied zwischen Schüchternheit und Introversion erklärt hat. Das seht ihr später. Day Rusher fragt, habt ihr schon mal Ausreden gesucht, um euch nicht mit euren Freunden treffen zu müssen? Ich habe eigentlich immer straight gesagt, dass ich eigentlich keinen Bock habe, dass mir das einfach zu viel ist. Und mittlerweile kommuniziere ich da ganz offen und sage, wenn ich mich jetzt nicht in der Lage dazu fühle, irgendwelche Leute zu sehen, weil ich einfach Zeit für mich selbst brauche. Davor habe ich schon immer Ausreden gesucht, um jetzt irgendwie absagen zu können, ja, sorry, ich habe jetzt eben noch ein Treffen mit meiner Oma oder so. FR-IH2HD fragt, wie fühlt ihr euch in Menschenmengen, zum Beispiel auf einer Hochzeit und wie grenzt ihr euch ab, wenn es zu viel wird? Ich bin ja meistens dann auch so in meiner Gruppe unterwegs und wenn ich dann doch merke, das ist mir gerade echt zu viel, dann gehe ich halt auf Toilette und bleib da für eine gewisse Zeit, einfach um wieder runterzukommen. Auf sowas wie eine Hochzeit, wo dann wirklich extrem viele Leute da sind, wenn ich da irgendwie einen habe, mit dem ich mich verstehe, dann passt es eigentlich. Und den Rest kann ich einfach ausblenden. Wir laufen ja jetzt gerade mit einem Kamerateam durch die wahrscheinlich meistbesuchteste Ecke in Berlin. Jeder guckt uns an. Wie ist das für dich? Großartig rumgeguckt habe ich jetzt noch nicht, um gesehen, dass die Leute uns hier alle anstarren. Aber jetzt, wenn du es sagst. Aber ja, sorry. Also wenn ich jetzt normalerweise alleine hier irgendwie bei so großen Menschenmassen rumlaufe, dann habe ich normalerweise Musik in den Ohren oder höre mir einen Podcast an. So ihr beiden, wir spielen jetzt eine Runde Entweder-Oder. Dafür gebe ich euch einmal hier diese tollen Zaubertafeln. Museum oder Club? Das ist ein geiler Vergleich. Museum, Museum. Warst du schon mal im Club? Nee, noch nie. Aber würdest du sagen, dass es dich trotzdem reizt, in einen Club zu gehen irgendwann mal? Wenn ich mit engen Freunden unterwegs bin, ja, irgendwann vielleicht einfach mal, um es auszuprobieren. Mhm. Aber sonst sehe ich es so ein bisschen als Energieverschwendung für mich selbst an. Wenn Musik läuft, die mir gefällt, dann ist es eigentlich ganz okay. Analysieren oder Bauchgefühl? Das ist eine gute Frage. Worüber denkst du nach? Ich analysiere schon gerne, aber oftmals entscheide ich einfach aus dem Bauch heraus, wenn ich jetzt irgendwie schnelle Entscheidungen treffen muss. Wie sieht es bei dir aus? Auch beides. Auch beides. Was waren die letzte Entscheidung, die du aus dem Bauchgefühl heraus getroffen hast? Die Entscheidung, dass ich hierher komme. Da wollte ich nicht so lange überlegen, weil ich sonst meistens immer dazu tendiere, Sachen nicht zu machen. Ich glaube, ich habe den Aufruf gesehen, war so, ja, schnell auf Instagram gehen, Nachricht schreiben und habe ich es gemacht, weil ich dann in diesem Sinne kein Zurück mehr hatte. Mhm. Schön, dass ihr beide das gemacht habt. Dating-Apps oder in echt Leute anflirten? In echt? Nix. Wie wäre denn dein Weg, wenn du jetzt jemanden siehst, an dem du Interesse hast? Ich habe keinen Weg, also da bin ich ehrlich, also ich wüsste gar nicht, wie ich die Person ansprechen soll. Dann kommt wieder ein bisschen die Schüchternheit raus. Mhm. Und du würdest eher in echt jemanden ansprechen? Weil ich es auch mal persönlicher finde. Ich weiß dann sofort, wie ist die Person so drauf. Würdest du dir wünschen, dass du das könntest? Wenn ich irgendwie meine Freunde oder so sehe, wie die dann irgendwie mit ihren
Freundinnen oder mit ihren Partnern da irgendwelche Situationen erleben, dann denkt man sich manchmal schon, ja, okay, wäre schon cool, wenn man das auch mal irgendwie machen könnte. Wir haben uns ja mit einem Psychologen getroffen, der uns Tipps für den Umgang mit Schüchternheit gegeben hat. Freut mich, ich bin Jakob. Hi, ich bin Marcel. Julius, du würdest dich ja als introvertiert und schüchtern bezeichnen. Magst du uns vielleicht einmal kurz den Unterschied erklären? Introversion ist eine fixe Persönlichkeitseigenschaft, die beschreibt, woraus Menschen ihre Energie ziehen. Introvertierte Personen schöpfen ihre Energie nämlich daraus, dass sie viel Zeit mit sich selbst verbringen und viel alleine sind, und das ist angeboren. Schüchternheit hingegen ist erlerntes Verhalten, also das entwickelt sich mit der Zeit. Hinter Schüchternheit steckt oft Angst. Deshalb glaube ich, dass man erstmal selber akzeptieren sollte, dass man schüchtern ist, weil es hat ja einen guten Grund, dass du dir diese Schüchternheit angeeignet hast. Ich weiß nicht, ob du an irgendeine Situation denken kannst, die deine Schüchternheit getriggert hat. Ich war früher relativ übergewichtig in der Schule und habe dann auch Mobbing-Erfahrungen gemacht und habe dann da halt angefangen, okay, vielleicht ein bisschen aus dem Mittelpunkt rauszugehen, um halt keine Angriffsfläche zu bieten. Nachdem ich mit der Schule fertig war und eine Ausbildung angefangen habe, mir gesagt, ich möchte es nicht mehr, ich möchte dagegen vorgehen. Habe angefangen, Sport zu machen und will einfach das bisschen ablegen, einfach ein bisschen mehr aus mir rauskommen. Und die Schüchternheit war halt wie ein Schutzmechanismus, den du dir angeeignet hast. Unabhängig von sportlichen Aktivitäten glaube ich, dass man diese Schüchternheit gut überwinden kann, wenn man sich immer wieder positive Dinge vor die Augen führt, wo du vielleicht selbstbewusst warst oder wo du deine Angst überwunden hast, um einfach so ganz langsam dein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Marcel, kannst du uns vielleicht noch Tipps im Umgang mit Introversion geben? Grundsätzlich würde ich jetzt nicht mir selbst als introvertierte Person das Ziel setzen, ich muss meine Introversion loswerden, weil du bist halt einfach so und das ist auch okay. Aber für dich, damit es dir gut geht, kannst du auf jeden Fall darauf achten, dass du Grenzen setzt. Wenn es jetzt zum Beispiel um Verabredungen geht mit anderen Personen, dass du dir da zum Beispiel ganz genau planst, wie lange bleibe ich da jetzt? Bleibe ich vielleicht nur 2 Stunden oder nehme ich eine Person mit der ich mich wohlfühle, und das auch einfach offen kommunizierst? Ich danke dir. Ich danke euch. Vielen Dank. Viel Erfolg beim Komplimente machen. Danke nochmal, dass du sowas Persönliches wie deine Mobbing-Erfahrung mit uns geteilt hast. Ja. Ist ja nicht selbstverständlich. Das konnte ich auch lange nicht, aber wenn es irgendwo da draußen jemanden gibt, der sich denkt, er ist da ganz alleine mit seinen Problemen und mich versteht sowieso keiner oder das hilft eh nicht, wenn ich mit jemandem darüber rede, das hilft auf jeden Fall. Also man fühlt sich leichter und freier danach. Bist du bereit, um Komplimente zu verteilen? Ja, so bereit, wie ich sein kann. Ich bin froh, dass du anfängst. Lernst du denn gerne neue Menschen kennen? Jetzt in der Schule, da ist mir bewusst, hey, wenn ich jetzt nicht alleine sein möchte, dann muss ich wirklich auf die Menschen zugehen. Und da habe ich dann auch Spaß an der Sache. Aber sonst, wenn ich so meine Freundesgruppe habe, dann brauche ich das nicht unbedingt. Was ist denn so der schwerste Teil für dich beim Menschen kennenlernen? Ich bin kein Fan von Smalltalk, aber so beginnt man ja eigentlich Gespräche. Ja. Und wenn man dann super schlecht da drin ist, dann ist es so ein bisschen schwierig, irgendwie sich selbst auch zu präsentieren, sage ich mal. Warum ist da jetzt ein schwarzer Fleck? Ich bin in die schwarze Farbe gekommen. Ach so. Planst du denn deine Woche schon so, dass du genügend Me-Time hast? Ich versuche zumindest, wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe, das schon so mindestens ein paar Tage im Voraus zu planen, dass ich genau weiß, wann ich wieder Zeit für mich selber habe. Deine Seite sieht tatsächlich ein bisschen schöner aus als meine. Ich finde deine auch ganz schön. Wie sieht's eigentlich aus? Wie weit bist du mit dem Bild? Ich habe schon weitergemacht. Du hast weitergemacht. Und vermutlich Ende der Woche werde ich fertig sein. Okay, dann werdet ihr das wahrscheinlich jetzt eingeblendet sehen. Jetzt geht's los, Freunde. Bisschen flau im Magen ist mir jetzt schon. Und ja, verstehe ich. Aufgeregt bin ich. Soll ich einfach mal starten? Ja, auf jeden Fall. Ihr bleibt dann hier. Ich will nicht. Ihr sollt da bleiben. Singst super schön. Ja, ich habe mir einen einfachen Weg gesucht. Ja, ich weiß. Dann, guck ich mal, ob ich das auch hinkriege. Entschuldigung, darf ich kurz stören? Ich wollte bloß sagen, du hast echt ein cooles Hemd. Danke. Darf ich fragen, wo du das her hast? Er macht's. Und? Wie war's? Du musst erst mal kurz klarkommen. Ja, war ein bisschen Puls, aber war gut. Dann tief durchatmen, würde ich sagen. Geht's weiter, oder? Ja. Geh mal nach da oben. Sorry, wollte bloß sagen, du hast eine geile Frisur. Gefällt mir. Sehr geil. Servus. Ich würde sagen, du hast eine geile Uhr. Vielleicht zum Abschluss noch eine Person. Entschuldigung, darf ich dich kurz stören? Ich wollte bloß sagen, du hast coole Schuhe.
Dankeschön. Und dieses unwohle Gefühl, hast du das jetzt immer noch? Ja, also das unwohle Gefühl habe ich immer noch so ein bisschen, aber das ist auch komisch, Leute anzusprechen. Aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser als jetzt gerade beim ersten Mal. Mhm. Ich finde wichtig, das nochmal dazu zu sagen, du wolltest aus deiner Komfortzone rauskommen, Aber es ist natürlich absolut nicht schlimm, wenn man darauf keinen Bock hat. Wie Marcel schon gesagt hat, es ist okay, introvertiert zu sein, es ist okay, schüchtern zu sein. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht auf Teufel komm raus Menschen auf der Straße ansprechen und denen Komplimente machen. Für mich persönlich war es einfach eine gute Idee und eine gute Entscheidung, das jetzt zu machen. Und Ich fühle mich ein bisschen besser, ja. Wie geht's jetzt eigentlich deiner Social Battery? Also ich merke, dass ich müde bin auf jeden Fall. Ich habe jetzt nach dem Dreh gemerkt, nachdem die Aufregung weg war, dass ich doch schon ganz schön mit meiner Batterie am Ende war. Habe mich jetzt erstmal hingelegt. Kaiser Glanz fragt, habt ihr euch je gewünscht, extrovertiert zu sein? Also so wirklich extrovertiert sein würde ich eigentlich jetzt auch nicht wollen. Ich bin auch einfach froh, wenn ich meine Ruhe habe. Nee, nie. Ich lieb's alleine zu sein. Ich find's ganz angenehm, weil wenn man jetzt zum Beispiel extrovertiert ist, dann braucht man ja schon andere Menschen um sich herum, um wieder Energie zu haben. Aber ich habe meine eigene Kraftquelle immer mit mir selbst dabei. Ja, das ist voll der gute Punkt, weil ich meine, das ist ja gefühlt wie so eine Superkraft. Marei fragt, wie findet man dennoch Kontakte und vereinsamt nicht? Also man kann in Clubs beitreten, irgendwie Sportarten, durch Schule, Berufe, was auch immer, da lernt man ja auch Leute kennen. Ich habe mal so was Tolles gelesen, ein Introvertierter findet keinen Freund, sondern ein Extrovertierter kommt und adoptiert ihn. Das finde ich eigentlich eine ganz lustige Metapher. Es stimmt halt wirklich. Echt? Also die adoptieren da einen in gewisser Weise schon und ziehen einen so ein bisschen mit. Mhm. Und meine meisten Kollegen und Freunde sind eigentlich relativ extrovertiert. Ich habe auch mehr extrovertierte Freunde. Einen habe ich ja kennengelernt. Genau. Hi. Hi, ich bin Jakob. Nele. Freut mich. Ich laufe euch einfach mal hinterher. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Also ich würde eigentlich fast so sagen, ich bin so ein gutes Zwischending. Mhm. Aber Tendenz wahrscheinlich doch eher zum Extrovertierten. Spielt das denn für euch irgendeine Rolle, dass du eher extrovertiert und du introvertiert bist? Nee, oder? Also eigentlich nicht. Woran merkst du denn, dass Zoe introvertiert ist? Wenn man Essen bestellt und wir zusammen bestellen, dann sage ich alles einmal gleich mit. Keine Ahnung, was gibt's noch so? Das heißt, damit hast du ein Problem so mit Essen bestellen, oder was? Ja, also das mag ich jetzt nicht so gerne. Ich muss jetzt zum Beispiel bei der Fahrschule anrufen. Ich schieb's seit anderthalb Monaten auf. Echt? Hab ich immer noch nicht gemacht, ja. Kommt das schon mal vor, dass du dich bei Zoe ein bisschen zurücknehmen musst? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin dann eher so diejenige, die Zoe dann auch sich Nachrichten schickt und so weiter und so fort. Also ich muss dann eigentlich... Dann warte ich halt ein bisschen länger auf Zoes Antwort, aber Darauf kann ich, also das ist jetzt nicht so schlimm. Hast du manchmal Sorgen, dass du von extrovertierten Menschen falsch verstanden wirst? Schon ab und zu, aber dann im nächsten Moment, wenn ich darüber nachdenke, Denke ich mir halt auch, dass ich ja ganz andere Sachen habe, die gut an mir sind und dass ich einfach eine tolle Zuhörerin bin. Mhm. Und das gleicht das Ganze dann wieder so ein bisschen aus und ich habe dann die bösen Gedanken, sage ich mal, nicht mehr. Was schätzt ihr denn aneinander besonders? Also Zoe kann ich gehen, wenn ich ein offenes Ohr brauche oder wenn ich generell mal einen Ratschlag brauche. Ich finde es ganz schön, wenn ich dann doch mal so ein bisschen mehr extrovertiert werde und dann irgendwie voll Lust habe, irgendwas zu unternehmen. Dann weiß ich, ich kann zu Nele gehen, weil sie auch nicht so weit weg wohnt. Egal, wie spontan es ist, ne? Genau. Okay, du kannst uns ja noch mal irgendwie Bescheid sagen, wie sehr wir, also ich meine, wir sind ja ein ganzes Kamerateam, jetzt an deinen Nerven gezerrt haben. Ich bin jetzt seit gut einer Stunde zu Hause, werde jetzt auch, glaube ich, nur noch duschen gehen und danach sofort schlafen, weil ich fix und fertig bin. Es war doch anstrengender als gedacht und ich habe während des Treffens auch nicht gemerkt, wie viel Energie mich das eigentlich kostet. Was wolltet ihr den Leuten über das Introvertiertsein schon immer mal sagen? Respektiert den Wunsch, wenn Introvertierte sagen, sie brauchen jetzt Zeit für sich und sagt nicht irgendwie, dass das, weiß ich nicht, jetzt ein launisches oder asoziales Verhalten von uns ist. Das ist einfach ein körperliches Bedürfnis, was wir in diesem Moment haben und wir können dann einfach nicht mehr unter anderen Leuten sein. Wir brauchen wirklich die Zeit für uns. Also vielleicht an die Leute, die sich jetzt unschlüssig sind und die sich vielleicht denken, okay, irgendwas ist falsch mit mir, wenn ich alleine an einem Wochenende zu Hause sein möchte und alle meine Freunde wollen draußen irgendwas machen. Mit euch ist nichts falsch und man soll sich da gar keinen Druck machen, irgendwie auf wirklich
Zwang, irgendwo hinzugehen. Und behaltet einfach im Hinterkopf, dass es mehr introvertierte Menschen gibt, als ihr denkt, und wir keine Exoten sind. Das waren wunderschöne Worte zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war ganz, ganz toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare, ob ihr eher introvertiert oder extrovertiert seid. Nicht vergessen zu liken und zu abonnieren. Viele introvertierte Menschen haben ja kein Problem damit, in Stille zu sein. Wie es für meine Kollegin Aminata war, seht ihr in diesem Video. Sie war 24 Stunden lang in einem Schweigekloster. Hier kommt ihr zu einem Film von unseren Kolleginnen und Kollegen von Der Fall. In diesem Sinne, haut rein, Land, falls wir uns nicht wiedersehen. Tschüss!